Und naja, die haben halt angefangen mit diesem Türen. Also ihr seht da dieser hohe Turm, daneben zwei und dann noch dieser hier. Die haben sie so im Laufe der Jahre gebaut. Das wurde aufgeschüttet als Schuttberg. Dann sind die Amerikaner erstmal mit einer Antenne hier hochgefahren, haben geguckt, kann man da denn spionieren, funktioniert das, haben festgestellt, oh Überraschung, höchster Wert Berlins geht wunderbar. Ja, und dann haben sie halt letztendlich diese vier Türme hier gebaut, hatten dann diese Türme hier, hatten so ein Containercamp, ja, und die ganze Welt konnte sehen, hier wird spioniert. Und konnten auch sehen, was hier für Aktivitäten stattfinden. Das fand die erstmal nicht so gut und dachten sich, okay, jetzt brauchen wir hier eine richtige Spionagestation. Und das haben sie dann gemacht, eben halt von 68 bis 72. Und so entstand dann mit 300 Millionen Euro, die sie damals aufgegeben haben, tatsächlich diese Spionagestation hier, die dann während des ganzen Kalten Krieges funktioniert hat. Und es war halt so, dass in den großen Türmen sich Satellitenschüsseln gedreht hatten, haben, mit denen man so den wörtlichen Funkverkehr aufgenommen hat, abgehört hat, zwischen den Soldaten, zwischen den Kommandostationen und auch von den Politikern und Polizeistationen. Also man hat versucht, so alles zu sammeln, was man irgendwie kriegen konnte, genau wie der NSA das jetzt heute halt auch im Netz macht. Das hat man damals mit diesen Satellitenschüsseln gemacht und da müssen halt ziemlich viele Informationen auch zusammengekommen sein. Aber man weiß nicht was, weil die halt alle in Archiven sind, in Chatham in England oder eben halt in Fort Meade in den USA. Die Archive sind geschlossen und die werden auch erst 2022 geöffnet. Ja, da kann man sich überlegen, was dann passiert. Kann man das dann einsehen oder sind die ganzen